Heute nutzen wir das HTML-Attribut Input Mode, um euer Responsive Design auf die nächste Stufe zu heben. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das HTML-Attribut Input Mode und wir werden uns angucken, wie das euer Responsive Design so ein kleines bisschen verbessern kann, um noch coolere Features bauen zu können. Das Ganze ist richtig cool und eignet sich vor allem für Beginner, die vielleicht gerade erst starten mit dem ganzen Projekt, um seine Website oder seine App oder was auch immer umsetzen zu können. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung wie immer ist ein Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen, einfach mal Hallo sagen oder eine Runde gemeinsam zocken. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's. So, und los geht's mit ein bisschen Theorie. Grundsätzlich seht ihr hier ein ganz normales Inputfeld vom Typ Text. Dieses Inputfeld haben wir so oder so ähnlich schon viele Male auf diesem Channel verwendet und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele Male verwenden. Es erzeugt uns einfach nur ein kleines Inputfeld im Browser oder halt auf dem mobilen Endgerät und wenn man es in einem mobilen Kontext verwenden würde, würde der Nutzer eine solche Tastatur sehen, um zum Beispiel Text einzugeben. Das funktioniert wunderbar, stößt aber an seine Probleme in dem Moment, wenn ihr hauptsächlich Nummern geben wollt, zum Beispiel bei einer Kreditkartennummer oder so etwas, dann müsste der User erstmal unten auf 123 drücken, um quasi Nummern einzugeben. Genau hier kommt unser neues HTML-Attribut ins Spiel. Wobei man sagen muss, so neu ist es gar nicht mehr, sondern es ist ein Living Standard, dazu gleich mehr. Input Mode, wie es hier dargestellt wird, ermöglicht es uns zu definieren, welche visuelle Tastatur der Nutzer in einem mobilen Kontext angezeigt bekommt. Wenn ich hier zum Beispiel Numeric einsetze, kriege ich eine Tastatur, die optimiert ist zur Eingabe von Zahlenwerten. Und das Ganze unterscheidet sich je nach Device natürlich, hier ist es jetzt ein iPhone, aber Android würde genauso vorgehen und eine Tastatur darstellen, die optimiert dafür ist, numerische Zahlen einzugeben. Aber jetzt wird der ein oder andere sich fragen, wozu brauche ich denn Input Mode? Ich kann doch einfach den Type ändern in Number. In dem Moment, wenn ich das mache, wird mir immer noch diese Tastatur angezeigt und das funktioniert auch wunderbar. Allerdings bringt die Verwendung von Type einen weiteren Use Case mit sich, und zwar die Validierung des Inputfeldes. Input Mode validiert nämlich ein Inputfeld nicht. Es stellt wirklich nur ein, welche Tastatur der Nutzer sieht. Type Number jedoch verbietet es, jede Art von Zeichen zu verwenden, die keine Nummer sind. Und in dem Moment haben wir quasi eine Validierung, die ein eigener Use Case ist. Zum Beispiel, ich möchte, dass ein Inputfeld validiert wird und dass ich die Pseudo-Selector Valid und Invalid benutzen kann. Allerdings möchte ich das vielleicht nicht, zum Beispiel bei einer Kreditkarte, wo ich vielleicht einzelne Zahlenkombinationen mit einem Bindestrich verbinden möchte, um die besser darzustellen. In dem Moment muss ich Input Mode Numeric benutzen als Typ Text. In dem Moment habe ich nämlich die Möglichkeit, auch Sonderzeichen in diesem Inputfeld zu verwenden, ohne quasi, dass der Nutzer eine komische Tastatur sieht, sondern er sieht weiterhin eine optimierte Tastatur für genau dieses Inputfeld. Dieses Verhalten bringt uns natürlich relativ schnell zu dem Punkt Type versus Input Mode und das ist eigentlich falsch. Diese Betrachtungsweise darf man einfach nicht verwenden, weil Type und Input Mode mehr als Zusammenarbeit, als eine Vergrößerung eures Werkzeugkastens betrachtet werden sollten, als wirklich als Feinde oder so etwas, was man immer wieder sieht und auch im Internet liest. Grundsätzlich kann man nämlich mit Type den Datensatz an sich validieren, das ist ein eigener Use Case. Mit Input Mode kann ich nur gezielt eine Responsive-Verbesserung im mobilen Kontext hervorrufen beim Nutzer und nicht direkt eine Typvalidierung. Deswegen ist es wirklich als eine Vergrößerung eurer Möglichkeiten zu betrachten und nicht so jedes Inputfeld braucht ein Input Mode und umgedreht, brauche ich immer oder brauche ich überhaupt Input Mode, wenn ich das alles über Types steuern kann. Grundsätzlich ist es nur für den Use Case eine weitere Möglichkeit und man sollte wissen, dass es das gibt. Anders als bei vielem, was ich auf diesem Channel vorstelle, handelt es sich beim Input Mode um einen Living Standard. Der Link zur offiziellen Dokumentation findet ihr in der Videobeschreibung, dort habe ich das verlinkt. Da könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen, aber dort findet ihr auch die Erklärung von Mozilla, also auch nochmal hier ein etwas mehr Dokumentation, falls ihr Interesse daran habt. Ansonsten stellt sich jetzt natürlich die Frage, können wir das überall verwenden oder müssen wir irgendwas im Sinne der Kompatibilität beachten? Wie immer, wenn es um die Betrachtung von Kompatibilität geht, gucken wir uns CanIUse an. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung und ihr seht, knapp 90% aller Internetnutzer können das Ganze wunderbar verwenden. Allerdings sehen wir hier auch jede Menge rot und hier müssen wir sagen, ist uns herzlich egal, weil dieses Feature ist für mobile Browser gedacht. Deswegen interessieren uns unsere Desktop-Variationen herzlich wenig. Wenn wir unsere mobilen Browser mal angucken, sehen wir auch hier eine Menge rot.
aber die wirklich wichtigen Browser Safari on iOS, Chrome für Android und Firefox für Android sind unterstützt, ohne weitere Probleme, Safari selbst in einigen älteren Versionen. Und das Wichtige an diesem ganzen Punkt ist, selbst wenn ein Browser das Ganze nicht unterstützt, ist es nicht wirklich ein Problem. Weil die Funktionalität, die Nutzbarkeit eurer Applikation in keiner Weise beeinträchtigt wird, lediglich ja die UX wird etwas verschlechtert, weil der Nutzer dann beispielsweise für die Eingabe von Zahlen über seine UI in seinem Gerät quasi navigieren muss, um zum Beispiel Nummern auswählen zu können. Aber es wäre ihm immer noch möglich, ganz normal Nummern eingeben zu können, ohne dass irgendwas hier gestört oder beeinflusst wird. So, nach der ganzen Theorie wird es jetzt mal Zeit, das Ganze auch wirklich einzusetzen. Ihr seht hier Visual Studio Code, dort habe ich schon mal ein Inputfeld erstellt mit ein bisschen Styling, sodass wir hier in unserem emulierten Pixel 4 ein Inputfeld sehen, was gerade den Valid State hat und deswegen einen grünen Rahmen besitzt. In dem Moment, wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir hier eine ganz normale Tastatur, ich kann hier etwas eingeben und das Ganze funktioniert wunderbar. In dem Moment, wenn ich jetzt aber beispielsweise Zahlen eingebe, müsste ich hier raufklicken und hier unten über diesen Zusatzfeld Zahlen eingeben, funktioniert aber auch. Wenn ich das Ganze jetzt wie vorhin besprochen besser darstellen möchte, würde ich jetzt hier sagen Input Mode und würde hier sagen Numeric. In dem Moment würde ich, wenn ich hier raufdrücke, hier unten eine Zahlentastatur sehen und könnte jetzt Zahlen eingeben. Allerdings dadurch, dass ich immer noch Type Text habe, könnte ich hier auch weiterhin einfach Buchstaben eintippen, sofern mein Gerät das Ganze zulässt. Wo ist das Ganze jetzt wichtig? Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach sage Number, so wie wir das gerade besprochen haben, würde quasi dieses Feld ausgehebelt werden und ich würde weiterhin hier einfach, wenn ich das anklicke, ein Nummernfeld sehen. Ich könnte jetzt hier irgendwas eintippen und wir sehen wunderbar Nummern. Mir ist es aber nicht mehr möglich, wenn ich jetzt auf meine Tastatur versuche, Zeichen hier einzuschreiben, etwas einzutippen und wenn ich beginne, hier zum Beispiel Bindestriche einzufügen, würde das Feld an sich invalid werden, weil wir vom Typ Number nicht die Erlaubnis haben, quasi dort sowas wie Bindestriche zu verwenden. Wenn wir jetzt aber sowas wie Kreditkarteninformationen haben, die wir validieren müssten, dann könnten wir hier jetzt sagen Text, sagen Input Mode und hier Numeric. Und in dem Moment habe ich ein kleines JavaScript vorbereitet, was auf die ID Validate hört und uns quasi einen Bindestrich einsetzt. Deswegen gebe ich jetzt hier noch die ID mit der Bezeichnung Validate, speichere das Ganze ab, öffne hier wieder meine Tastatur, ich sehe hier meine wunderbare Tastatur und ich kann jetzt hier beginnen zum Beispiel Zahlen einzutippen und alle vier Zahlen kommt jetzt ein Bindestrich, aber wir sehen, unser Feld ist weiterhin valid und wir könnten jetzt beispielsweise hier ganz normal das Required Flag setzen, wenn wir hier reingehen und sagen Required, würde unser HTML5 Validator sagen, dieses Feld ist invalid. In dem Moment, wenn ich das jetzt aber beginne mit Zahlen zu füllen, in dem Moment sehen wir, es wird valide. Also wir können es wunderbar nutzen, obwohl wir hier eigentlich hauptsächlich Zahlen eingeben. Und genau dafür ist quasi Input Mode Numeric sehr, sehr praktisch. Natürlich können wir nicht nur das machen, sondern wenn wir das hier rauslöschen, gibt uns Numeric auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine URL optimiert darzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt reingehe, sehen wir haben hier unten so ein Slash und einen Punkt. Je nach Endgerät können das auch .de sein. Wenn der Nutzer beispielsweise sagt, er ist immer in Deutschland, dann versucht das Handy ihm schon vorzuschlagen, hey, möchtest du nicht eine .de URL verwenden? Oder eine .com, wenn man gerade in Amerika ist, oder .fr, wenn man in Frankreich ist. Ansonsten haben wir hier auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben eine E-Mail-Adresse. In dem Moment, wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir hier so ein Add-Zeichen und einen Punkt oder auch so etwas wie beispielsweise Search. In dem Moment bekomme ich je nach Device eine spezifische Darstellung der Suche. Manche stellen dann hier zum Beispiel statt diesem Pfeil so eine kleine Lupe da oder so etwas in der Richtung. Aber auch sowas wie halt Numeric, Decimal oder auch None ist eine Option. Ich kann mich auch sagen, wenn ich das jetzt anklicke, kann ich mit meiner Tastatur hier was eingeben. In dem Moment poppt diese Tastatur auch auf. Das liegt mehr oder weniger halt an Android Studio. Aber wenn ich das einfach nur mit Touch-Eingabe mache, könnte ich hier nichts eingeben. Es würde sich nicht öffnen. Und dieser Use Case ist sehr, sehr praktisch. Weil man hat relativ häufig die Simulation, dass man Inputfelder benutzt, die eigentlich gar keine Standard-Inputfelder sind. Zum Beispiel Datepicker, wo man einfach einen Wert auswählt aus einer UI, die man eventuell selbst gebaut hat. Und in dem Moment, wenn ich hier draufdrücke, könnte ich dann darauf hören, der Nutzer fokussiert dieses Feld und könnte ein Pop-up anzeigen, um beispielsweise einen Datumswert einzugeben oder einen bestimmten Wert, zum Beispiel die Reservierung eines Tisches auszuwählen, so wie wir das vor einiger Zeit in Angular gemacht haben. Prinzipiell eröffnet euch Input Mode daher eine Vielzahl von Möglichkeiten, dem Nutzer entsprechend spezifische Tastaturen anzuzeigen im mobilen Endbereich. Und wenn man sich anguckt, wie viele Nutzer es gibt, die eigentlich nur Mobile nutzen, dann ist es ein nicht wirklich zu vernachlässigender Aspekt, ja, der Nutzung von Inputfeldern.
So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, findet ihr dort auch jede Menge Möglichkeiten, mich zu kontaktieren auf verschiedenen Social-Media-Plattformen oder diesen Channel zu supporten mit verschiedenen Affiliate-Partnern. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.